Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Abkiste zur nächsten Folge Stardew Valley, Folge 310. Ja, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ihr jetzt ein Kinderzimmer hättet und eure Eltern kommen rein und sagen, hey, wir machen gerade nebenan einen Raum mit so einer Plantage? Fändet ihr das nicht auch ein bisschen seltsam? Damit du es weißt, ich gehe heute in die Stadt, ich muss mir nicht die Beine vertreten. Okay, ich glaube tatsächlich herausgefunden zu haben, dass wir die Sachen, die wir kochen, nachher einfach in Versandbehälter legen. Der Linus hat uns mal wieder einen Fisch gebracht. Das probieren wir jetzt mal aus. Mit diesen Sachen. Und der Espresso nimmt mich auch Wunder. Katzenfisch, den wir auch gehabt. Knoblauch eingelegt, den wir sowieso haben. So, dann haben wir da wieder die Erdbeeren. Produktion. Und dann nachher stellt sich für mich. Moment, ich habe es durcheinander so. Dann nachher stellt sich für mich die Frage, was ist da intelligent? Was machen wir da am schleusten? Was kochen wir? So. So und so. Nehmen wir das da und den Rest können wir da unten versorgen. Weil, wenn das mit den Kaffees funktioniert, dann kriegen wir ja rein theoretisch beim Gast go Kaffees posten und dann eigentlich einfach die verarbeiten. Wenn das stimmt. Weil Geld dafür haben wir ja rein von der Theorie her. Könnte man da ein bisschen hercheaten. Aber das Cheaten dürfen wir nicht, wir hätten es ja gekocht. Von 100.000 müssen wir dann gleich noch ein paar Sachen machen. Das ist dann gleich kein Selbstläufer. So, da haben wir wieder ordentlich Sachen abgeliefert. Dann, wieso habe ich eigentlich den Kaffee mitgenommen? Den haben wir auch da rein tun. Da rein tun. Und jetzt zum Beispiel hätten wir da Triple Shot Espresso. Was könnte man denn noch? Ich weiß aber nicht so richtig, was dann richtig teuer wird. Da ist so noch in die Frage. Oder wenn man jetzt den hier abliefert. Ist denn das etwas von dem, wo teuer wird, sage ich jetzt mal. So, wieder ein grünes Schleimei. Ich hätte eigentlich gerne noch so ein Tiger-Schleimei. Die würden sicher noch viel Geld bringen. Aber irgendwie ist der Tagskunde einfach alle Tiger-Dinger mal zu schwarzen Schleimis gemacht. Scheint ganz so fair. So. So, dann satteln wir mal unser Pferd. Reiten wir mal. Oh, das ist sicher etwas mega Gutes. Wenn es Lehm ist, stelle ich instant das Spiel ab. Okay, es ist kein Lehm. Und ihr könnt euch sicher sein, ich hätte es sicher nicht abgestellt. Ich wollte nur wollen für Oder People. So, dann noch nicht mal noch schauen, weil da müsst ihr jetzt irgendjemand fragen, so Pam zum Beispiel, so, hä? Wieso baut da Robin unsere Hütte umeinander? Das ist irgendwie seltsam. Oh, wir haben Linus seinen Geburtstag vergessen. Bei einem hübschen Mann, der mir ins Magat bringt. Ja. Viel Spaß bei der Suche. Prähistorische Schulterplatte. Da unten hat es auch nochmal einen Auftrag parat. Prismatische Gelee und saftige Käfer. 100 Stück Käfer sind eben schon noch recht viel. Nehmen wir mal das da. Aber wenn ich nicht denke, dass wir das erledigen werden. So. 12 bis am 00. Ist jetzt da? Nein, aber da auch noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich noch warten. Ne? Na, selten ungefähr in prismatischen Schleims.
Können Sie prismatisches Gelee an den Zauberer liefern? Ja, das werden wir dann mal können machen, aber wahrscheinlich nicht jetzt. Gibt es denn auch noch Möglichkeiten mit dem Pierre? Der, der jetzt einfach abgehauen ist. Ich nehme mir den Tag frei, um die Insel zu besuchen. Bitte platziere dein Geld in der Box, nicht schummeln. Okay. Nein, theoretisch könnte man da ja auch einfach Weizen kaufen und dann Brot machen, oder? Oder nicht? Können wir Brot? Brot. Brot, Brot, Brot. Wo haben wir da? Brot, 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 Brot. Fischtaco. Spiegeleier. Wir haben doch Brot. Wir können doch sicher irgendwo Brot machen. Da, Brot. Ein Weizenmehl. Und Weizenmehl kostet 100. Von was verkauft man das Brot? Ist das jetzt Cheating, was wir da machen? Jetzt da mal, sag jetzt einfach mal 300 Weizenmehl kaufen. Dann da zurück. Spammen. Dann gehe ich da rein. Und mache 300 Brot. Gilt denn das auch als Kochen? Ich meine, wie würde ich 300 Brot tragen? Boah, das... Lange ja nie. Jetzt die verkaufen. Nimmt mich dann Wunder, ob es irgendwie... Wir müssen dann schon noch ein bisschen schauen, was... Aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, oder? Dass man so jedes Brot... Hätte cheatet da irgendwie... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber was sicher funktioniert, ist das. Wir machen den Indoor... Indoor-Plantage. Eigentlich sollten wir das mal austauschen. Da gehen Fischen bin ich jetzt schon ewig nicht mehr. Ich darf es einfach nicht aus Versehen benutzen. Was habe ich jetzt gesagt? Da nehmen wir den Mittelgang, oder? Da könnten wir zwar noch zwei herstellen. So. Wir nutzen wirklich die volle Hütte aus. Oh, neues Bett gewässert. Also, Moment, das ist jetzt falsch stehen. So. Da. Keine, weil den machen wir da hin. Okay. Drei. Einmal wässern. Sorgen. Und pflanzen. So. Den auch noch her. Wasser, Super Hydro, mega geil. So. Was könnte man denn sonst noch kochen? Da unten bin ich glaube schon gewesen, oder? Mal schauen. Ui! Wow. Ganz schön viel Zeugs ready. Ich tue immer einen zurück, dass ich nachher einfach auf den Knopf drücken kann. Übrigens, das haben wir ja wahrscheinlich schon bemerkt. So, was habe ich denn eigentlich da vor? Mit ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir dann da auch noch einen zweiten Weg wollen machen? Das sieht ja relativ richtig aus da. Aber ich glaube. Ich tue mal da hinten rein, weil die sind ja sowieso safe. Aber die da glaube ich auch, da könnte ich einfach nochmal einen zweiten Weg machen, weil da kommt mir auch nicht durch, ne? Da habe ich jetzt wieder irgendeine Fehlüberlegung.
So, da noch einen rein. Und dann da könnte man eigentlich nochmal einen zweiten Weg machen, nämlich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 in dem Fall. Da oben könnte man auch noch 14, 15, 16, 17, 18 Stück könnte ich noch machen. Da muss ich dann aber die Video wirklich gut ablegen. So. Was brauchen denn die schon wieder? Hartholz 20. Ja, Hartholz 1, normales Holz. Machen wir doch da nochmal ein paar, aber dann brauche ich auch wieder ein paar Wein natürlich. Ja, die müssen noch ein warten. Respektiv, Moment. Habe ich halt gerade Erdbeere dabei, also tun wir gerade Erdbeere oben. So. Ich könnte ja auch Käse da oben tun, oder? Ziegenkäse. Ja, hallo miteinander! Vier, sieben, acht, neun. Und eins von denen. So. Achtung, Achtung. Da können wir nämlich den reifen lassen. So. Noch ein bisschen Lehm. Können wir im Moment brauchen. Alles gut. Die da rein, da rein. Und dann gehen wir da runter. Und tun die. So. Tun wir die gut füllen. Mit Gold Cheese. Und dann könnte man eigentlich wirklich da dann nochmal. Da nochmal einen Weg machen, weil die sind ja schon noch gute Sachen. Jetzt haben wir gerade genau keinen einzigen Wein mehr dabei. Haben wir mal wieder ein paar Käse ob du die nächsten Wein müssen wir da wirklich wieder ein bisschen, weil ich halt viel miteinander ansetzen. Wenn wir dann da schon auch schauen, dass wir da auch miteinander dann aufhören. Eigentlich könnte ich da auch locker noch einen nie tun, oder? Da komme ich ja oben dran, ja. Da könnte ich also nochmal einen machen. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich noch ziemlich Geld geben. Da, die da. Eins, da ist eine Schulterplatte. Haben wir auch das eigentlich schon irgendwo? Keine Schulterplatte da. Sieht nicht so aus, okay. So. Ist das eine Möglichkeit, die Brotdinger zählen sie? Jetzt habe ich natürlich dann wahrscheinlich keinen Überblick, weil ich so viele Sachen auf das Mal abgegeben habe. Was zählt und was nicht, das ist noch ein bisschen dumm. Merke ich jetzt gerade. Oder ich habe ja jetzt Brot und alles auf das Mal verkauft, das weiß ich gar nicht. Was da? All die sind alle in Arbeit. Ja, die tun schon. Jetzt weiss ich gar nicht, dann, was eigentlich wirklich etwas gebracht hat und was nicht. Also, ob man den Espresso auch am Verkaufen oder nicht, zum Beispiel, das weiss ich jetzt dann gar nicht. Die trage ich ja schon lange mit mir rum, da. Wie viel kann man dann eigentlich da innen noch? Die Erdbeere gehen schon mega schnell. Ich habe mich vorher mal gefragt, hätte ich es nicht einfach kaufen können, aber ich glaube eben nicht. 1, 2, 3. 3 können wir noch brauchen von denen. Wahrscheinlich muss ich da wieder. Machen doch gerade nochmal 6. Dann brauche ich eigentlich schon wieder. Holen.
Ich hole gerade Kaib schnell vorbei. Holz sind wir auch eher spartanisch unterwegs in der Zwischenzeit. Darum machen wir doch nochmal. Ich glaube, das ist eine gute Idee, die ich jetzt gerade habe. Können wir das Zeug endlich mal aufbrauchen? Moment. So viel brauchen wir nämlich auch wieder nicht. Aber mal so, vielleicht, dann haben wir doch da irgendwo noch, was wir eh nie brauchen, den Baumdünger. Dann könnten wir jetzt nämlich mal in die Wüste racen. Oh, da vielleicht etwas Gutes. Das blöde Fossilien-Dings. Teleport vor dem Strand, cool. Brauchen wir zwar nicht mehr zwischenzeitlich. Aber da hat es noch mehr. Da noch etwas. Nö. Und da oben vielleicht. Nein. Okay, cool. Also, dann würde ich da mal sagen, weg, weg. Nein. Und? So, haben wir wieder. Brauchen die mehr Abstand? Bin mir gerade nicht sicher. Da haben wir nicht. Da. Der, der schon ein bisschen gewachsen ist, weg. Er passt nicht ins System, also fort mit dem. So, was passiert jetzt mal? Bereits befruchtet. Okay. Ja, ich weiß nicht genau. Beim Dünger kenne ich mich halt absolut überhaupt nicht aus. Machen wir da mal wieder ein paar Aber Bäume, also Baum, Wald, Zeugs ist eben auch so etwas. Irgendwie, das brauchst du eigentlich immer, aber. Ist wie so Kohle irgendwie. Das irgendwie habe ich es gar nicht so auf dem Radar. Bei Quarz, Milchis. Da haben wir schon so Palmenfossil-Dingers. Dann holen wir doch gerade wieder mal ein bisschen Holz. Wir haben recht viel da für den Pam. Ihre Hütte ausgeben. So. So. Ich gehe in den Wald. Im Wald, im schönen Wald. In der Wüste. Mal schauen, ob denn irgendeiner von diesen Bäumen wächst, die ich vorher hier angepflanzt habe. Bin mir nicht sicher, ob es zu nahe kann, zu mehr frei Raum brauchen. So, und wieder Harz bis im Bach ab. Dann auch noch so. Und natürlich. Können wir da mal wieder probieren. Geht nicht ab. Holz. Komm, irgendetwas Cooles ist da sicher. Ich weiß nicht, ob wir schon mal da gefischt haben oder nicht. Komm schon. Wenn schon, dann schon Seegras. Das wäre super. Obwohl ja die liebe Kollegin Robin jetzt eh gerade beschäftigt ist. Da wird irgendwie nichts mehr wirklich lustig rauskommen. Außerdem wird schon spät. Wenn wir doch die Brille, die wir da haben, die wir noch recyceln. Die Qualitätsdinger, der lassen wir dort oben. So. All das Zeugs versorgen, wie jetzt eben das da. Die Kiste dort links oben ist eigentlich für nichts.
Krass, 10 Qualitätsdünger einfach durch ein so eine Schulterplatte-Dings. Das ist gut. Den tun wir da auf. So, dann noch verkaufen und dann ist dann langsam schon Zeit für ins Haia-Bettchen, Gelee, Preiselbeere, Kokosnüsse mal aufkaufen. Streibholz. Die da. Tun wir die zwei da noch neu an. Jetzt, wieso denn ich eigentlich immer die Goldig? Das ist absolut sinnbefreit. So, wir haben den gesehen da unten. Das geht ab. So, ja, ins Bettchen gehen. Und jetzt bin ich dann gespannt, was jetzt so etwas eben so nützt. Bohneneintopf gibt 100, Ginger Ale gibt 200. Okay, Moment. Also, meine Erwartung jetzt wäre, dass wir haben 300, 750, 18.750 wäre meine Erwartung. Schreibe ich mir schnell auf, weil die da gleich auch noch ein bisschen schauen. Da die 30 mal Sternflucht wie, die haben gerade mal 189.000 Gold eingebracht, weil sie einfach halt auch noch gealtert gewesen sind. Ja, okay. 189.000 Gold. Kann man mal machen. 219.000 Gold insgesamt und jetzt eben 18.750. Wäre meine Erwartung, wenn das funktioniert, dann kaufen wir es einfach Brot bis im Bach haben. 18.750, genau so, wie wir das erwartet haben. Ja, sehr gut. Hey, cool. In dem Fall cheaten wir uns hier den Weg zum hier seiner Küche-Aufgabe und kaufen einfach Brot. Aber wie viel ist jetzt Brot gegangen? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber das war es von Folge 310. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt zu. Macht keinen Scheiß. Und ciao zusammen.